Nach Johann Singer von der ÖVP kommt Gerhard Deimek von der FPÖ zu Wort. Zuvor gibt es aber noch eine kleine Korrektur. Die heute Morgen eingebrachte dringliche Anfrage der Abgeordneten Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen, trägt aus technischen Gründen nicht, wie mitgeteilt, die Nummer 11075J, sondern 11076J. So, Herr Kollege Deimek, Sie sind am Wort. Ja, nicht, dass wir über das Falsche diskutieren noch. Herr Präsident, Herr Bundesminister, ich nehme mir heute für meine Rede zwei Punkte heraus, die mir durchaus wichtig erscheinen, auch wenn sie in der Fülle der Agenda möglicherweise untergehen. Aber vor etlicher Zeit haben wir eine Richtlinie geschaffen, dass Assistenzhunde natürlich in den Taxis mitzunehmen sind. Mit der Konsequenz, dass manche Fahrer der Ansicht waren, naja, Hunde haben in meinem Auto nichts zu suchen, die sind schmutzig, ich habe eine Hundeallergie oder was immer. Jetzt mag das im Einzelfall durchaus stimmen, nur daraus abzuleiten, dass die gesetzliche Norm nicht mehr gilt, dass man daher Assistenzhunde und vor allem, um das geht es ja, die davon betroffenen Menschen einfach stehen lässt, so weit geht es natürlich in unserer Republik auch nicht. Und daher bin ich sehr, sehr froh, dass sich neben den ganzen Organisationen auch die Volksanwaltschaft und im Endeffekt auch das Ministerium und der Gesetzgeber damit beschäftigen und die Situation klarstellen. Assistenzhunde und ihre Menschen sind, oder umgekehrt eigentlich die Menschen, die Assistenzhunde benötigen, sind eindeutig mitzunehmen. Es verbleibt natürlich den Funkzentralen, wenn es schon Fahrer gibt, die sich damit nicht anfreunden können, einmal von dem einen oder anderen Fahrt auszunehmen. Aber grundsätzlich ist diese Art der Barrierefreiheit herzustellen. Der zweite Punkt ist das schon angeführte Bundesstraßengesetz mit der von den Grünen bemängelten Schieflage. Ein Beispiel, auch wenn es vielleicht gesetzlich nicht 100% zutrifft. Der Westring in Oberösterreich ist das Musterbeispiel, wie man für eine Stadt und für eine umliegende Region absolut notwendiges Verkehrsbauwerk unnötig in die Länge ziehen kann. Und von einem gedachten Baubeginn 17 können wir wieder nur träumen, wir sind mittlerweile bei 18. Das zum Thema Schieflage oder das zur ungerechten Beurteilung von Anrainerinteressen. Und auch was den Lärmschutz anlangt, wenn die ASFINAG oder wenn der Straßenerrichter und Betreiber entsprechende Maßnahmen setzt zum Schutz der Anrainer, dann ist es auch dazu notwendig, gesetzlich festzulegen, wenn die Maßnahmen vorgeschlagen werden, dann ist ein Verzicht keine Art, das Ganze hinauszuzögern. Daher in beiden Sachen und auch bei den anderen Punkten, die zur Debatte stehen, unsere absolute Zustimmung. Zum Führerscheingesetz, das auch schon angesprochen wurde, nur eine Bemerkung. Uns wurde in den letzten, kann man jetzt wirklich sagen, Minuten noch von kompetenter Stelle zugetragen. Und ich ersuche, Herr Bundesminister, Sie und Ihre Juristen im Ministerium, das zu prüfen, dass es möglich sein soll, genau den nun per Gesetz verlängerten Probeführerschein mittels eines Tricks zu umgehen, nämlich dass man den Probeführerschein, sobald man ihn hat, wieder zurückgibt und dann in einem anderen Gebiet, in einem anderen geografischen Gebiet nach einiger Zeit einen neuen Führerschein und zwar dann ohne Probeführerschein zu erlangen. Bitte einfach nur prüfen, ob das so möglich ist. Es soll schon vorgekommen sein. Ansonsten den anderen Vorlagen stimmen wir zu. Dankeschön.